sonst wird uns Gut, blöd, sonst Andi. können wir mischen. Ja? Ich kann einen killen. Du kannst einen killen, dann werde ich den zweiten Ja. angreifen und gehen Oh, wir einfach die näher. müssen wir auch räumen. Wir gehen einfach näher an die ran jetzt und nächste Runde greifen wir dann den Kultisten voll an. Oder? Gut. Geht Ja, das bei dir? das ist der Plan eigentlich. Ich denke schon, ja, sollte gehen. Übrigens, da stimmt was nicht. Was macht deine Wunde noch einmal? Jede Runde einen Schaden. Jede Runde ein Bis Schaden, Zuwurf okay. des Gegners. Ja, das mach einfach auf den von den Living Spirits, der eure Angriffe eher überlebt. So. Wie gesagt, auf den Kultisten hat es keinen Sinn, weil Ihr keine wenn Wunden auf dieser schlagen Seite könnt. nicht auch eine Wunde ist, dann geht das weg. Sagt mal, meine Red ist seit sie spielt aber eine Runde. Ich bin schon. Das wird recht schnell gehen, Michi. Ich bin schon fertig. Okay. Ich doch. Schauen wir mal. Jetzt hast du sie gedrängt, jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Ja, auf jeden Fall. Okay. So, Make or flip break mal. Runde. Weil in der Runde könnte schon vorbei sein, wenn es schlecht läuft. Flip mal. So, ich bin mit 20 dran. So, schauen wir mal. Living Spirit. 22 und die greifen an und Marvel. Minus Au. 1. Und die sind vor dir dran. Wir haben Move für viel. So, und bist du 2. Kultist? Nein, 3. Der Elite 3. Ja, aber sie haben Fernkampfangriffe. Kultisten sind auch Ach cool da unten, Blödsinn, aber das sie sind ja haben schon sie. Level. Was sind das für Level 3, gell? Ja. Wir haben Move 4, die Elite und Oh. 3, die Also normalen. nur der Andi und ich sind vor ihnen dran. Andi, was kannst du? Na, ich gehe hin zu einem und kill einen. Du greifst mit der oberen Hälfte von Trample hast du vor anzugreifen. Genau, mit der unteren Hälfte von Provoking Roar werde ich einfach nur die Standardbewegung machen. Aber Hartmann, Bayer wird sich hier hin bewegen. Auf die Falle wird keiner steigen, oder? Nein. Genau. Das heißt, der Vierer bewegt sich dann daher. Daher. Größere Problem Richtig. ist. Nein, die haben Fernkampfangriff. Aber das So. größere Problem ist, der Kultist würde sich hierher bewegen und dir den Weg verstellen, dass du nicht hierher kannst. Das ist schlecht, deswegen muss ich schauen, was ich mache, wenn ich vorher dran bin. Willst du Willst du stunnen? sollte. Achso, der geht da, ja. Dann den Kultisten. Nein, ich habe was Besseres. Aber dann greifen sie mich alle an. Na, schauen wir es uns an, wenn der Andi fertig ist. Ich habe bis jetzt noch nie. Ich habe Bewegung. Schwierig. Na, weil das Problem ist, ich darf mich nicht angreifen lassen von den Living Spirits, sonst bin ich tot. Die müssen dich angreifen. Aber wenn sie dich angreifen, maddeln sie dich. Das ist blöd. Oh Mist, ich sehe gerade, wir haben ein Problem, Andy. Ich Ja. komme wahrscheinlich nicht. Ah, na oh ja, ich kann die obere Hälfte von Cold Fire nehmen für den Angriff. Ach so, du wolltest Element dorthin. da Nein, aussuchen. nein, nein, nicht unbedingt, aber die Living Spirits werden sich von dir, der Living Spirit, der es überlebt, wird sich von dir wegbewegen. Ah ja, stimmt. Ja. Ja, Ähm. gegen Nahkämpfer ist so. Und nein, nein, und das Problem ist, der Angriff, mit dem ich eigentlich angreifen wollte, der Flame Strike, hat nur einen Range 2. Und wenn er sich von dir wegbewegt, müsste ich genau dort stehen, wo du stehst. Und ich habe aber kein Movement, sondern ich wollte eigentlich nur die untere Hälfte von Cold Fire für die Movement verwenden. Ja, das war natürlich dumm. Ja. Naja, wurscht. Das sind nur die normalen. Was haben die für ein Schild? Haben die Schild 2? Ja, Schild 2, glaube ich. Ich meine, ich habe eh einen 3, einen 5er Angriff eigentlich sogar, weil.
Ich habe noch den Crackling Air. Nächste Runde müssen wir auf jeden Fall den Kultisten angreifen. Und zwar mit einem gescheiten Angriff. Was? Sonst habe ich die Crackling Air vollkommen umsonst. Was? Was sonst, wenn ich schade? Ja. Was macht sie da unten? Der Hand ist noch dran und ich überlege, wie ich den Zug machen soll. Ich werde jetzt einfach die zwei Karten umdrehen. Nee, ist der egal, welchen von den beiden er angreift? Ja, an und für sich. Ja, schade, mal zwei ist weg. Aber plus eins habe ich und das reicht. Aber es zählt nicht, Andi, weil du hast nicht gesagt, wie du angreifst. Ja, den Dreier. Aber es ist wurscht, welchen, weil beide haben drei Leben. Auf. Ich ziehe dich nur auf, trotzdem solltest du es vorher sagen. Ja, ja. Okay. Keine Münze, weil er war beschworen. So, und wir müssen jetzt, das könnte jetzt eine Weile dauern, der Mich und ich müssen das jetzt durchknobeln, ihr könnt uns helfen. Ich habe zwei Optionen mit. Na warte, muss ich noch biegen. Wer muss sich bewegen? Wahrscheinlich. Der Andi hat sich schon bewegt. Achso, okay. So, also jetzt einmal, es ist so, ich bin jetzt dran mit 20, dann sind alle Living Spirits dran, dann sind die beiden Kultisten dran und dann ist Michi dran und dann erst der René als letzter mit 36. So, ich habe nur noch drei Leben. Mein Plan war eigentlich, mich so zu bewegen, dass der Michi fokussiert wird. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich bewege mich bis zu vier Felder und heile dann jemanden mit bis zu drei. Oder ich bewege mich bis zu zwei Felder und stunne jemanden. In beliebig wen. Das Problem ist, nur mit meinen drei Leben kann ich praktisch nichts mehr tanken. Ich habe auch nur noch eine Karte auf der Hand und die will ich nicht verlieren. Weil ich möchte ganz gerne nach diesem Zug vier Karten auf der Hand haben nach der Short Rest. Also will ich eigentlich nicht angegriffen werden. Die Frage ist, wie ich das machen soll. Also eigentlich das Beste, was ich machen kann, ist einen stunnen und mich dann ein Feld wegbewegen. Und dann wird der Michi von vier Leuten angegriffen. Und noch dazu, der Kultist geht daher, nein, der Kultist geht dann daher, um dich anzugreifen, und du kannst nicht deine Bewegung hierher machen, weil du nicht durch den Kultisten durchkommst. Das wäre ganz schlecht. Hm. Ich habe mir überlegt, ob ich mich hierher bewegen soll und ihr. Kannst du den Kultisten stunnen? Nein. Das macht nicht viel Sinn, weil man damit skillt. Nein, nächste Runde ist es weg, aber jetzt ist es da. Das ist wahrscheinlich das Beste, ja. Okay. Ja. Ja, weil dann bewegt er sich nicht zum. Dann bewegt er sich nicht zum Michi. Wenn du daher gehst, dich selber heilst, ja, dann würde der Living Spirit 5 dich angreifen, der Living Spirit 4 dich angreifen. Nein, der geht auf dich. Nein, der geht auf dich. Nein, er geht auf mich, weil ich näher bin, oder? Genau. Ja. Ja. Also, das Problem ist, die Living Spirits muddeln. Und wenn du gemuddelt wirst, ist das schlecht für deinen Angriff. Wieso? Das lässt sich nicht vermeiden. Also, der Muddle ist ja im Prinzip wurscht für das, was ich mache, weil die Einser Schaden kommen sowieso durch. Ja, schon, aber du willst mit dem Angriff schon auch Schaden machen. Ja, wäre nett, aber das Thema ist, wenn du jetzt da stehst eben, dann bewegen sich die nicht, außer der Living Spirit 2 bewegt sich auch nicht. Die zwei greifen mich an. Und die zwei greifen mich an und wenn ich geheilt bin, halte ich das aus. Ja, genau. Und dann kann ich niemanden stunnen. Ja, aber ist in dem Fall besser. Außerdem stehe ich nächste Runde natürlich sehr brutal, aber... Der Michi stellt sich ja daher. Ja. Und wenn er nächste Runde vor dir dran ist, ist es auf jeden Fall das Ziel von allen. Dann wäre wichtig gewesen, wenn der Kultist jemand beschwört. Leider nicht. Dann mache ich das so. Also ich gehe daher und heile mich selber um 3. Eigentlich hatten wir voll den Blödsinn gemacht. Warum? Hätte alle die Samen können, die Runde. Na, die Samen hilft uns nichts. Wir müssen sie wegkriegen. Es hilft nicht, klar. Heilen und heilen ist auch schlecht. Wir müssen sie wegkriegen. Rauszögern arbeitet gegen uns. Ja. Zeit arbeitet gegen uns. Wir müssen Schaden machen. Also, dass ich mich jetzt heile, ist eigentlich nicht sehr schön. Ja. Aber das dann macht nicht viel aus, weil ich greife mit minus 1 an. Ich meine, das ist. Der Elite greift dich immer noch mit 3 an. Aber es muss so sein. Es muss so sein.
Ich hoffe, du überlebst, du hältst das jetzt aus, oder wir halten es aus. Immerhin zwei nehme ich. Und du nimmst die anderen zwei. Okay, ich gehe wieder auf 6 Leben. Und das war mein Zug. So, und jetzt sind wir. Hast du nicht noch einen Heiler speziell gehabt? Nein, ja. Ich habe noch einen Heiler, aber den verliere ich. Das ist ein ganz starker, den will ich nicht hergeben. Also den will ich nicht nutzen. Ja, Schaden mache. Heilen hilft uns nicht so viel. Okay, gut. Living Spirits sind dran. Ich schlage vor, wir machen mal euren einen oben, damit wir den einfach abhandeln, auch wenn er von der Reihenfolge her nicht dran wäre. Der zieht sich ein Feld zurück. René sucht er aus, welches von den beiden. Übrigens, Info, nur kurz zur Info zur Taktik. Nächste Runde knall ich noch einmal fest auf den Kultist drauf. Ja. Ja, schauen wir mal, was bis dahin passiert, wie viel Schaden du nimmst und so weiter. Dass er zwei Felder zurückgeht, nämlich hierher, ist keine Option. Nein, bewegt sich nur ein Feld. Ah, bewegt sich so wenig wie nötig. So, und jetzt greift er den anderen an, den du bist marvelt für nächste Runde. Nimm dir ein Marvel. Hat er eh schon dort liegen. Ist schon genommen, ja. Es wird ein Angriff 2, weil er hat 3 laut Karte und minus 1 von der Rundenkarte. Ich ziehe für ihn. Ha, Andi, irgendwie ist das ein Running Gag, aber du hast da Glück bei den Modifikatoren. Was kein denn? Schaden. Ich habe ein minus 2 gezogen. Die hätte mich ja gebraucht und ich, wenn wir jetzt gleich dran sind. Er ist trotzdem muddled. Ja, das muddled ist er trotzdem. So, übrigens, Michi, wir beide können uns auch schon muddled nehmen. Ich leg's bei mir dazu. Ich hab's sogar noch. Okay. Gut, dann fangen wir bei uns an. Der Elite zuerst, da greife ich an, Michi. Und zwar mit 4 Standard, minus 1 von der Karte, bleiben 3 übrig. Ich ziehe. War nix. Gar nichts. Ah, geil. So geil. Das ist super. Okay, dann. Musst du schon mischen? Nein. Erst am Ende der Runde. Dann machen wir die Nummer 2, die greift dich mit Angriff 2 an, nämlich 3 minus 1. Ich ziehe eine Karte. Plus 1 sind 3. Nein, ich habe ein Chainmail. Ich habe ein Chainmail. Ja, 2 gehen durch. Nein. Warte mal. 3 hat er jetzt, oder wie? Mhm, 3. Dann gehen 2 durch. Okay. Genau. Chainmail ist verbraucht. So, das waren deine Beine. Ey, gib deine Hand da weg. So, jetzt greift der Living Spirit 5 mich an. 3 minus 1, er hat einen Angriff 2, ich ziehe. 0, 2 gehen durch, die nehme ich. Die Living Spirits sind damit abgeschlossen. Puh, das hätte schlimmer sein können. Und jetzt sind die beiden Kultisten dran. Fangen wir mit dem oben an. Bewegung hat er 3 und Angriff hat er 1. Nein, gib ihn da hier. Der wird sich zum anderen hinbewegen. Weil ihr macht eurem Kultisten Schaden, ich mach dann meinem Kultisten auch Schaden. Ja. Also ein Angriff 1 auf Mande, das wird sicher eine minus 1, ich sehe schon kommen. Nein, es ist diesmal eine plus. Ich verwende jetzt Schaden, dieses, ja. Den Steel Ring. Dann verschenke ich zwar einen, aber was soll's. Ja, nein, das ist schon in Ordnung. Okay. Und der andere Kultist steht direkt neben mir und greift mich mit Angriff 1 an. Mhm. 0, ich nehme einen Schaden. Hier runter auf 3. Und auch die Kultisten. Ich mische das Monster-Modifikator weg. Habe ich mir das richtig gemerkt? Die Kultisten nehmen so viel Schaden, wie der am wenigsten Schaden kriegt. Genau. Mhm. Also quasi am Ende der Runde werden die beiden Kultisten verglichen und der mehr Schaden, aber der weniger Leben hat, kriegt wieder Leben dazu, bis er so viel hat, wie der mehr Leben hat. Du wirst es jetzt eh sehen, wie viel er kriegt. Quasi. 2, oder? Ja. Nehme ich mal an. Ja, ja, warte mal, wahrscheinlich, ja. Gut, so, ich mache jetzt aber meine. Moment, warte mal, Außer, was du machen könntest, ist den Living Spirit 5 und den Kultisten angreifen. Ich werde jetzt einen Angriff 5 auf den Kultisten machen. Ja, nein, wird er nicht, weil wir müssen die Living Spirits wegkriegen. Ja, naja, der Living Spirit 4 kriegt sowieso die 2 Schaden, die er so oder so gekriegt hätte. Ja. Wenn man nicht die Wallet hat, Bomb. Und aber wir wollen auch die Living Spirit 2 einen Schaden machen. Was? Wir müssen die einfach runterkriegen.
Wir müssen so viel Schaden auf Living Spirits verteilen, wie es wie irgend geht. Okay. Der Kultist, den können wir so schnell killen, der ist schwach, der hat nur Angriff 1. Mhm. Und er macht immer wieder neue Spirits. Übrigens, ich bin verflucht worden, fällt mir gerade auf. Andi, du bist auch verflucht worden, wir kriegen beide eine Fluchkarte. Ja, super. Wieso seid ihr verflucht worden? Weil es auf seiner Karte steht. Dann rück drauf zur Fluchkarte. Ja, ich hab sie schon. Ein Kultist? Wo steht dann verflucht? Wo steht da verflucht? Beim Kultisten. Ja, er ist Elite. Und schaut's mal auf der Karte vom Kultisten. Ah, Curse. Curse. Ah, ja, stimmt. Eine von den Karten und misch sie dann in das Deck hinein von den Karten, die. So, gut, ich verwende jetzt die Volatile Bomb. Na warte, du machst. Wen greifst du? Welche beiden greifst du an? Die 4 und den 5er? Ja, ich greife den 5er an, somit greife ich auch den 4er an. Also warte mal, der Angriff selber macht ja auch 3 Schaden. Wobei das egal ist, weil der macht auf alle 3 Schaden. Na warte mal, stopp. Das erste ist einmal, du wirst die Volatile Bomb einsetzen, ja? Ja. Dann tap sie mal, also dreh sie mal um. Habe ich schon. Ja. So, jetzt hast du 2 nebeneinander stehende Ziele. Ich greife den und den an. Ja, wen greifst du zuerst an? Living Spirit 4. Okay, du bist gemuddelt, du ziehst einmal 2 Karten, 2 aus dem Angriffsdeck. Ja. Haha, ein Schaden geht durch. Das könnte wirklich einen Unterschied machen. Schaden geht durch. Er geht runter von 4 auf 3. Oh, das heißt aber auch, der Living Spirit 2 bekommt und 2 und 5 kriegen auch jeweils einen Schaden, genau. 2 und 5 kriegen auch jeweils einen Schaden, genau. Übrigens, 2, 5, 4 sind bei uns. Welcher ist bei euch noch übrig? Weil der 3er, der 6er ist tot. Den muss ich wegräumen hier. So. Das war der erste. Warte mal, Angriff. Der ist jetzt auf 2 runter. Der andere ist auch auf 2 runter. So, jetzt greife ich den Living Spirit 5 an. Ja. Stopp mal. Hm? Was? Ich überlege nur, ob du vielleicht den 2er angreifen solltest, aber dann wahrscheinlich musst du doch. Ist doch vollkommen egal. Wieso sollte er den 2er angreifen? Nein, weil es. Warum sollte ich das tun? Weil er sich gleich daher bewegen wird und wenn er jetzt den 5er killt mit seinem Angriff. Ja. Aber er wird ihn eh nicht killen. Er ist ein Abruf. Hier mal 2 Karten. Minus 1. Mach 1 Schaden. 0. Nein, 0. Null Schaden machst du. Weil du hast 3 minus 1. Der hat aber nur Shield 2, ja genau. So. Ja. Aber. So. Und aber der Living Spirit Deer kriegt einen Schaden. Und der Kultist kriegt einen Schaden. So, der ist auf 21 unten. Und das waren deine Angriffe. Du erzeugst, glaube ich, damit. Naturmagie. Natur, die geht wieder auf stark. Und das war jetzt der Angriff. Und jetzt bewege ich mich 2 Felder daher. Mache jetzt auf alle noch einen Schaden, die um mich stehen. Ich bin trotzdem der Meinung, den Kultist anzugreifen. René, wir überleben nicht, wenn diese Living Spirits da bleiben. Ja, aber sie bleiben, diese Runde. Ihr habt sie nicht gekillt. Ja, weil wir Pech gehabt haben, wenn wir gemuddelt, weil der Michi gemuddelt war. Hm. Aber vielleicht killen wir sie, bevor sie nächste Runde dran sind, oder einige zumindest. Warte mal, ich werde nächste Runde hundertprozentig den Kultisten angreifen. So, warte mal. Also, du hast dich da jetzt hinbewegt, dann tue ich den Schaden verteilen. Der 4er geht runter auf 1. Der 5er geht auch runter auf 1. Und der Kultist geht runter auf 20. Und das war dann wohl dein Zug. Wenn ich Schaden vermeiden will, kann ich auch 2 Karten aus dem Discard beilnehmen, richtig? Das ist aber das Worst-Case-Szenario. Ja. Na gut, René, ich glaube, du bist dran. Gut, ich nutze die untere Hälfte von Flamestrike, um mich hinter den Andi zu stellen.
Und dann mache ich die obere Hälfte von Cold Fire. Das ist derzeit ein Dreierangriff auf die beiden halt. Ja. Da ich noch zwei Ladungen von der Dings habe, von der Crackling Air habe, ist es ein Fünferangriff auf beide. Cool. Naja, eigentlich Nein, nicht. nicht Mir cool. wäre der Dann Kultist recht gewesen, wenn musst wir du den die gekillt Tracking hätten. Air. Ja, Tracking das muss Air. ich einsetzen. René, ich verstehe dann, aber es bei uns unten geht es nicht anders. Okay, ich greife Wir mal den hatten Kult, nicht den dann. Kultisten, sondern den Living Spirit an. Schauen wir mal, vielleicht treffe ich ihn ja eh nicht. Warte, ich habe den falschen weggeräumt. Der Na, Dreier ist. okay, ich mache einen 6er Angriff. Okay, der ist Das heißt, tot. der ist tot. Jo, keine Münze, weil er beschworen war. Oh, warte Ich mal, mache 20 da. Eismagie und 7 Punkte Schaden auf den Ja, gib ihn auf Kultisten. 20. 20 für Kultisten. So, deine Crackling Air ist dann auch weg. Yep. Und ich habe noch einmal einen Erfahrungspunkt dafür gekriegt. Cracking Air ist noch nicht weg, Oh ja. oder? Ja, doch, Aber sie der ist zwei weg. Angriff, was Jetzt ist deine okay? anderen Falle, Folgende Frage an René und Andy: Gibt es eine Möglichkeit, dass einer von euch beiden runterkommt? ja. Ich. Kannst du, ich kann schon runterkommen. Andi, kommst du alleine klar mit denen? Mit dem? Ja, schon. Es wäre besser, wenn du oben bleibst, weil ich habe erstens einmal die Fernkampfangriffe Warte, warte, bevor und wir das aber entscheiden, ich mache mal eine das passt Shot-Test bei schon, der. weil ich kann nicht gut laufen. Ja, aber kannst du dem 20 Schaden machen? Mit der Zeit. Naja, Zeit haben wir nicht. So, ich verliere mal eine Karte, schau mal welche. Kurz zu erklären, wir greifen diese Runde voll den Kultisten an. Ah, nein, diese Karte will ich nicht verlieren. Warte mal, hör kurz mal bitte zu. Wir Warte, greifen. warte, ich muss erst sehen, welche Karten ich habe. Ich will diese Karte nicht verlieren. Hart mal bitte hör zu, mal ganz kurz, bevor du da Panik schiebst wegen deiner Karte. Wir greifen nächste Runde voll den Kultisten an. Und sonst nichts. Das können wir natürlich machen. Nein, ich verliere eine andere Karte. Ich verliere ein Leben. Und die hier ist weg. Ja, viel besser. Viel besser. So. Und was ist, wenn die vor uns dran sind? Dann greife ich gar niemanden mehr an. Übrigens hat man, wenn wir jetzt voll auf den Kultisten gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich nächste Runde schon besiegt gehabt. Ja, Ich ich könnte habe gesagt, der wir hätten Runde ihn auch angreifen sollen. erwartungswert 11 Schaden machen, wenn ich will. Ich kann Das. keine 11 Schaden machen. Nein, also Ja, vor aber der allem ich kann René jetzt auch kann. nicht mehr so viel Schaden machen. Ja. Nein, der Punkt ist der immer noch. Wir kriegen den Kultisten nicht schnell genug weg. Dann würden wir jetzt auf 15 Leben beim Kultisten sein. Und die hätten noch volle Leben und würden uns wegräumen. Jetzt haben wir eine Chance, die Living Spirits wegzukriegen. Und das ist unsere einzige Chance. Atma, wir haben noch einmal, nein, haben wir nicht. Weiß nicht, wie soll das funktionieren? Ich habe Okay, fünf Leben, Hartmann. Nächste stopp mal, Runde? Micha. Ja. René und Ande, wenn ihr jetzt voll auf den Kultisten dieser Runde draufhaut, was Ja. könnt ihr denn so an Schaden ungefähr zusammenbringen? Ich bin gemuddelt. Ich schätze, fünf Schaden mache ich ihm. Ah, übrigens, mein Ande. Madel ist weg. Ja, meins ist noch da. Andes ist auch noch Wenn da. ich Pech Ja, habe, also kommt ich. mein Fluch jetzt. Also ich kann noch ganze drei Schaden machen. Das Problem ist, Hartmann, ich war vorhin der Meinung, wir sollten den Kultisten angreifen. Und Warte ganz dann kurz, hätte ich es nämlich auch bringt mit dem nichts mehr. einfachen Angriff. Ich meine, natürlich bringt das jetzt Ja, nichts mehr. gar nichts Aber mehr. ich kann jetzt nicht mehr so viel Schaden machen, weil die Schau. Crackling Air ist weg. Das Nochmal. habe ich auch. Ja, wurscht. Das ist eine Strategie gewesen, letzte Runde.
ob wir auf beiden Seiten voll auf den Kultisten draufgehen oder. Die du entschieden hast. Ja, weißt du, was bei euch auch das Problem war? Der Andi hätte eine Karte verlieren müssen, damit er überhaupt reinkommt über die Falle zum Kultisten. Schaut mal, wie viele Karten ihr noch habt. Das geht nicht mehr lange. Und so fest können wir auf die Kultisten nicht draufhauen, konnten wir auch letzte Runde nicht. Ich hätte letzte Runde mindestens 10 Schaden. Gut, dann hätten wir sie auf 10 runtergebracht. Und wir ja. Diese Runde noch einmal 10, weil da Andi und ich gemeinsam, letzte Runde hätte ich dann nur mit dem 1er Angriff angegriffen. Aber dann hätte ich egal, noch eine. Aber es ist wurscht, wir brauchen nicht mehr darüber diskutieren. Aber es ist gelaufen. Es ist wirklich gelaufen, Leute. Also wir können einfach jetzt das machen. Ich würde die Runde voll auf den Kultisten gehen, Hartmann, weil wir überleben so, wir kriegen die nicht weg, die Living Spirits. Ich könnte jetzt killen. Wie viele denn? Einen. Weil du die gesagt hast. Hartmann, ich habe noch 3 Karten. 3. Wie lange glaubst du, halte ich jetzt noch durch? Maximal 2 Runden. Du hast 5 Karten. Haben wir verloren, wenn ein Spieler ausscheidet? Ich habe 3. Hartmann, ich habe 3 auf der Hand. Ja, und 2 im Discord. Ja? Ja, du hast 5 Karten. Ja, und was anderes als 3, bitte. Naja. Ja, aber wie viele Runden sind es effektiv noch? Rechne nach. Wenn wir von niemandem angegriffen werden, dann hast du jetzt diese Runde, dann hast du eine Shortrest, dann hast du wieder 2 Runden, dann hast du Shortrest, dann hast du wieder eine Runde, dann hast du Shortrest, dann hast du noch eine Runde, also 5 Runden noch. Naja, wenn ich überlebe, ich verliere Karten. Glaubst du, du gehst davon aus, dass ich keinen einzigen Schaden bekomme? Nein, ich habe nur gesagt, das ist das, wie lang es gehen kann, wenn du keine Karten lostest. Ja, aber mit 5, ja eh, aber es wird nicht passieren. Nein, aber dann sag nicht, dass die Karten das Problem sind, sondern das Leben ist das Problem. Ja, das beides. War immer das Problem. Ja, Leben sind auch Karten, wurscht. Egal, nächste Runde, also wir können eigentlich nur mal jetzt schauen, dass wir den Kultisten so schnell wie möglich runter machen, weil ich werde exhausten wahrscheinlich. Ich werde auch den Damage von dir abfangen. Bei mir ist es sinnlos, den Kultisten anzugreifen, ich bin gemuddelt. Und ich habe einen Fluch drin. Ich habe 2 Patze in meinen 12 Karten. Ich werde jetzt keinen Angriff machen. Dann heil mich. Nein. Ich habe nur noch eine Heilungskarte und die würde ich verlieren. Und ich habe im Unterschied zu dir nur noch 4 Karten. Ich dachte, wir dürfen jetzt brauchen. Genau 2 Runden dafür hat man. Die Runde und die nächste. Danach ist das Spiel gelaufen. Also von mir, ich habe zwar noch tolle Angriffe, aber ich werde jetzt keinen machen, weil ich Marvel bin. Das hätte ich so oder so gemacht. Dann musst du dann ihn heilen eigentlich, Hartmann. Ich weiß, du verlierst die Karte, aber was soll das bringen? Wenn du nicht angreifst und nicht du sagst selber, wir haben keine Zeit und dann würdest du quasi nichts machen. Okay, Michi? Ich würde wahrscheinlich einen Stun-Shot wieder machen, bin ziemlich früh dran, kann wieder einen stunnen und könnte dich um 5 heilen. Und um 5 kannst du mich heilen. Perfekt. Dann du den Elite. Andi, kannst du irgendwie... Dann überlege ich mir, wenn ich sehe, wann wir dran sind und was wir machen. So, was jetzt können wir überlegen, irgendwie... ob einer runterkommt oder nicht. Soll ich jetzt runterkommen zu euch? Ich meine, ich hab noch 6 Karten hier liegen und ich kann mich natürlich nur mit einer Karte immer bewegen, weil bei meine Bewegungen ja, habe ich nur auf der. Darauf hat man. Ich kann einen Angriff machen mit 5 Schaden auf den. Entschuldige, ich darf keine Zahlen sagen. Einen starken Angriff auf den Kultisten. Ja? Ist ein Nahkampfangriff. Ich bleib da stehen, wo er ist, und er wird sich nach nicht wegbewegen können. Ja, bewegen braucht er sich eh nicht. Ja, außer du kannst dich nachher bewegen, ich weiß es nicht. Nein, ich bewege mich nicht, weil ich heile und ich stunne. Das sind meine beiden Aktionen. René, ist bei dir folgende Kombination in den nächsten beiden Runden drinnen? Jetzt Angriff auf den Kultisten und 4 Felder bewegen, nächste Runde 4 Felder bewegen und Fernkampfangriff? Wenn ich eine Shortrest mache und die richtigen Karten zurückkriege, ja. Okay. Hartmann? Wie viele Viererbewegungen hast du noch auf der Hand, wenn ich frage? Eine habe ich in der Hand. Hast du im Discord-Pfeil eine? Das weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, muss ich schauen, aber ich glaube nicht. Hartmann, ah doch, ich habe noch eine im Discord-Pfeil. Ganz, ganz,
ganz kurz, er wird oben bleiben müssen, weil wir nicht sonst genug Schaden auf den Kultisten bekommen oben. Nein, das macht nichts, weil der Hartmann wird den Kultisten ja jetzt wahrscheinlich nicht angreifen. Ich werde jetzt den Kultisten mit einem Angriff angreifen und werde runterrennen. Der Andi greift auch an, der ist zwar gemartelt, aber gemeinsam werden wir wahrscheinlich so viel Schaden machen wie du auf den Kultisten. Und nächste Runde kann ich dann noch einmal vier Felder mich in eure Richtung bewegen und euch helfen und ich hoffe Andi, einfach, dass der Andi die Monsterangriffe hat noch. Andi, wie viel Schaden kannst du nach dieser Runde auf diesen Kultisten noch machen? Oder was hast du da noch gute Angriffe in deinem Deck? Es wäre also schön, wenn du diese Monsterangriffe hättest noch. Ich habe einen 5er Angriff und warte, ich schau mal, was da noch drinnen ist alles. Weil der Michi hat nicht ganz Unrecht, wenn wir zu zweit auf den Kultisten oben einschlagen, machen wir natürlich mehr Schaden und das Problem, wenn ich unten bin und wir sehr viel Schaden unten machen und der Andi oben nur 4 Schadenspunkte macht, dann bringt das auch nicht viel. Ja, im Wesentlichen, schau, die Kernfrage ist die, überleben der Michi und ich lang genug diese drei Living Spirits, wenn sie auf uns einhauen? Wenn die falschen Karten bei denen kommen, dann sicher nicht. Ich meine, ich hätte halt noch einen Angriff, der mehrere Leute angreift und der ein bisschen Rums macht. Die Living Spirits zu ignorieren und nur von Kultisten bei uns unten einzuschlagen, das ist automatisches Desaster. Das funktioniert nicht. Weil wir sofort hin sind. Wir haben letzte Runde Glück gehabt, auch weil wir einen Schaden aufgeteilt haben, weil ich geheilt habe und weil sie minus 1 gehabt haben auf ihre Angriffe. Und weil der Michi noch eine Rüstung gehabt hat. Aber die hauen uns in einer Runde komplett tot. Momentan. Also ich kann pro Runde wahrscheinlich im Schnitt Schaden machen. Wie viel Schaden? 4. Dann bringt's fast nichts runter zu gehen. Weil ich mache auch fast so viel Schaden. Hartmann, was ich noch machen könnte. Mittel dran kommen. Ja, ich könnte ein Stück zurückgehen. Ich könnte mich daher bewegen. Ja. Was heilen. Hätte einen Angriff auf den Kultisten, aber ganz schwach. Könnte und dann mit einem Fernkampfangriff, der jetzt nicht super mächtig ist, aber zumindest auf den und auf den Disarm machen. Aber da wäre es gut, wenn du früh dran wärst. Okay. Ich sag das, ich bin ein Fan davon, mir gefällt das besser. Das Problem davon ist das, dass wir dann diese Runde auf den Kultisten keinen Schaden machen, während die oben in der Runde ja geplant haben, fest auf ihren Kultisten drauf zu hauen. Mir gefällt es trotzdem besser, weil es geht im Wesentlichen, wir müssen um diese Hartmann, ich stopp dich mal, wenn ich es mir jetzt anschaue, hat man noch immer, du sagst vorher, soll man nicht auf Zeit spielen, jetzt sagst, wir sollen auf Zeit spielen, ja? Also entweder wir knallen jetzt wirklich voll drauf, egal, oder wir sterben. Was ich sonst mache. Erste Priorität ist, diese Living Spirits wegzukriegen, das ist der Punkt, den ich den ganzen Abend schon sage. Wir schaffen das nicht, den Kultisten schnell genug wegzukriegen. Hat man? Wir hätten vorige Runde, nur dass du es nochmal weißt, wir hätten vorige Runde draufgehen können, diese Runde draufgehen und wäre tot gewesen. Nein. Der hatte 22 Leben. Auch mit viel Glück hätten wir, und wenn wir voll draufhauen, hätten wir maximal auf 10 gebracht und ich wäre immer noch maddelt. Ich könnte in dieser Runde nichts machen. Ich bin nicht nur maddelt, ich stehe auch noch direkt neben ihm und habe Fernkampfangriffe nur. Oh. Ja, aber du wärst nicht maddelt, wenn ihr letzte Runde zum Beispiel mit einem Stunshot auf ihn geschossen hättet. Nein, das meine ich. Lieblingsbilds haben uns gemaddelt. Ja. Ah ja, stimmt, du hast recht. Er hat dich nur verflucht, stimmt. Was ist, wenn du dich da... Ich hätte letzte Runde auch alle disarmen können, aber ist egal. Was ist, wenn du dich jetzt da herstellst? Ich brauche meine beiden Aktionen für... Ja, passt. Und die Frage ist, ich meine, ich bin kein Fan von dem Heilen. Ja,
Nein, es ist folgendes. Okay, pass auf. Wenn ich dich jetzt heile, ja, dann kann ich nächste Runde, wenn ich bis dahin noch lebe, sehr früh dran sein. Ach, ich stehe direkt neben ihm und zweimal ganz fest und mit Disadvantage auf ihn drauf. Das ist nicht gut. Dass der Kultist neben mir steht, ist blöd, weil ich habe zwei feste Fernkampfangriffe, wo ich die Karten verliere, aber es sind Fernkampfangriffe. Und ich habe zwei Patzer in meinem Deck. Ich will nicht mit Disadvantage angreifen. Was ist, wenn du halt nur einen festmachst und zurückgehst? Für mich? Ja. Dann noch eine Runde, dann haben wir jetzt noch zwei Runden, dann ist das Spiel eh vorbei. Das Problem ist halt das, wenn, also ich bin, wenn wir So, jetzt, Hartmann, wir ganz kurz, können die Liga 40 wir haben verlieren. sowieso nur mehr zwei.